Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute wollte ich euch eigentlich mal qrz.com zeigen. Das ist eine Seite überwiegend nur von Amateurfunkern, aber nicht nur von Amateurfunkern, weil da sind auch viele SWLer bei, die ein Rufzeichen haben, so wie ich jetzt, also dieses Empfangskennzeichen, was ich von DRLC bekommen habe. Ja. Und wenn dich das interessiert, würde ich sagen, bleib dran nach dem Intro. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halb wahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht. Aber in keinem Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen. So, ja, ich meine, die Seite qrz.com kann ich schon eine Weile. Und ich hatte mich da mal vor ein paar Wochen registriert, weil da stand ja nicht bei, ist jetzt nur für Amateurfunker oder so. Hatte mich dann mit Ascona als Rufzeichen genommen und hatte angefangen schon ein bisschen zu schreiben. Ja, irgendwann wollte ich aufhören, weil ich keine Lust mehr hatte und hatte gedacht, komm, mach ich die nächsten Tage nochmal. Und dann kam dann eben die Meldung, dass ich eben kein HAM-Mitglied wäre und ja, gut. Ich meine, wenn ich auf die Seite gegangen bin, stand immer noch oben links, nee, oben rechts, mein Rufzeichen Ascona. Aber im Endeffekt konnte mich eigentlich keiner sehen. Ja, und dann habe ich einen Zuschauer, der Marcel, und der, nachdem ich ihm das gesagt habe, dass ich da auch schon bin und so, hat er mir Hilfe angeboten, die ich natürlich auch annehme, weil, ja, ich weiß nun mal halt auch nicht alles, obwohl ich ja schon eine Menge weiß eigentlich. Aber ja, er hat sich da mal drum gekümmert, hat sich dann angeguckt und da musste quasi noch irgendwas gemacht werden, damit ich HAM-Mitglied bin. Ja, und danach konnte ich anfangen, meine Seite zu machen. Und die und ein paar andere Seiten und was man noch so machen kann, wollte ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Ich schalte mal um auf die Bildschirmaufnahme. Ja. Heute möchte ich euch mal qrz.com zeigen. Ich weiß ja nicht, ob ihr die alle kennt, die Seite. Wird überwiegend von den Funkamateuren benutzt. Und da hat eigentlich jeder Funkamateur ja, seine eigene Seite, wenn er sie schon aufgebaut hat oder nicht. Ja, da ich ja jetzt ein Hörerrufzeichen habe, also Empfangskennzeichen, habe ich mir auch gestern dort die Seite erstellt. Da hat mir auch ein Zuschauer und Funkamateur bei geholfen, dass ich überhaupt die Seite erstellen konnte. Vielen Dank nochmal, Marcel, wenn du gerade das Video sehen solltest. Also er hat dafür gesorgt, dass ich mich da überhaupt eintragen konnte. Weil ich hatte mich da mal mit Ascona registriert. Dann stand auch hier oben, wo oben rechts DE2 WJK steht, stand dann Ascona. Ja, und dann konnte ich dann mit Tricks mich da oben auch eintragen, konnte dann ein Bild hochladen und ja, so mehr oder weniger ein bisschen was über mich erzählen. Aber das wurde gar nicht irgendwie gesehen, weil ich da im Endeffekt ja noch nicht richtig als HAM-Mitglied eingetragen habe. Ja, und das hat quasi der Marcel für mich gemacht und dann konnte ich dann im Prinzip weiter meine Sachen aufrufen. Naja, gut, um mich soll es jetzt erstmal noch nicht gehen. Ich wollte euch einfach so die Seite zeigen. Wie gesagt, hier seht ihr quasi, das sind alles überwiegend Funkamateure, die ja, hier ihre Seiten drin haben, die man dann anklicken kann. Ja, und oben hat man dann die Datenbank hier mit aktuelle Hot Calling, ja. QSL, List Map Maker, ups, das sollte hier eigentlich nicht kommen. Warum das jetzt gekommen ist, weiß ich nicht. Weil ich, ach ja, weil ich am Kabel gekommen bin von meinem Handy.
Ja, dann, wie gesagt, gibt es hier so einige Sachen wie gerade Rufzeichen hinzufügen, zufälliges Rufzeichen und und. Wie gesagt, gebt einfach mal qrz.com ein und dann könnt ihr selber mal ein bisschen rumsuchen. Ja, hier gibt es dann über Amateurfunknachrichten, allgemeine Ankündigungen, Hemmfeste und Konventionen, Videos und Podcasts, stille Schlüssel. Hier gibt es auch Foren, Amateurfunkdiskussionen, technische Foren und und. Ja, dann haben wir hier eine Tauschbörse, da verkaufen Funkamateure ihre Geräte. Dann haben wir hier noch Ressourcen, ja, Kontakt für alles Mögliche. Oder ihr könnt auch QRZ abonnieren. Ja, und hier könnt ihr quasi jetzt irgendwelche Leute suchen, wo ihr quasi ein Rufzeichen gehört habt. Ja, ich habe da schon welche drin, danach habe ich mal so gesucht. Wir können ja mal den Robert besuchen. DKJ. Na, macht er das jetzt nicht? DJ3KJ. Doch, so. Jetzt sind wir auf Roberts Seite. Hier ist er auch schon zu sehen. Ja, er schreibt auch bitte keine QSL-Karten. Und wahrscheinlich, weil er selber keine hat und keine zurückschicken kann. Ja. Und hier ist sein Scheck. Sieht gut aus. Also wenn der Scheck kleiner ist wie meiner oder genauso klein, der sieht richtig groß aus irgendwie. Ja. Dann haben wir hier LC-Tuner. Sowas möchte ich ja auch noch gerne haben. Oder Koppler. Hier, wo er seine Antenne aufgebaut hat, 250 Meter Dipol. Also die ist für 160 bis 4 Meter. Ja, so sieht es bei ihm zu Hause aus. Schönen Garten. Ja, und irgendwann kommen dann auch noch so Urlaubsfotos, wo er da, wo er quasi mit so einem Kitesurf im Urlaub ist, was ihm dann quasi Spaß macht. Da hatte er schon mal von geschrieben. Ja. Ja, und so eine Seite habe ich zum Beispiel auch mir erstellt jetzt. Dank Marcel, der erstmal alles Nötige damit machen konnte, damit ich überhaupt was machen konnte. Ja, und dann können natürlich auch hier noch andere, wie hier DD8JM, der Jörg, den kenne ich ja auch schon sehr lange. Ja, der fischt auch gerne und hat hier auch seine Webseite. Ja, hier sind seine ganzen Antennen. Und dann gehe ich mal davon aus, das sind alles so Projekte gewesen, die er so gemacht hat in den ganzen Jahren. Ja, den Jörg kenne ich eigentlich am längsten von allen Funkamateuren aus den 90er Jahren. Durch Packet Radio habe ich ihn damals kennengelernt. Ja, und wie gesagt, hier könnt ihr einfach irgendwelche Rufzeichen eingeben und dann, ja, hier zum Beispiel, das ist der Uwe, der stellvertretende Vorsitzende. Warum kommt er jetzt nicht? DL6 UWE. Oh, ja, er braucht ein bisschen Gewalt. Ja gut, der Uwe hat jetzt nicht so viel da stehen. Wahrscheinlich, vielleicht, weil er sich nicht so auskennt oder so, oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er eine Seite. Ich weiß nicht, ob grundsätzlich jeder eine Seite hat, wenn er sie nicht erstellt. Ob, ja, wenn er schon quasi ein Amateurfunk-Rufzeichen hat, dass automatisch er hier zu finden ist, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich vermute mal eher, dass man sich da registrieren muss einmal. Ja, und dann hat man quasi. Ja, dann kommen wir, wie gesagt, mal zu meiner Seite, die ich mir jetzt gestern erstellt habe. Wie gesagt, hier mein Hörerrufzeichen. Dann sieht man mich hier einmal mit meinem Sohn.
Ist allerdings ein älteres Foto vom vorigen Jahr. Da war ich in Hausschetten in Essen am Baldeneysee. Ja, da fahren wir immer ab und zu mal hin mit dem Motorrad. Dann trinken wir aus einer Flasche Radler, alkoholfrei. Ja, und dann habe ich hier so einiges über mich geschrieben, ne? Wann ich geboren bin und wie ich zu Funk gekommen bin und und. Wenn ich damals mein Sendestudio umgebaut habe. Ja, so sah mal mein Check ganz am Anfang aus, noch schön aufgeräumt. Also den wollt ihr jetzt gar nicht sehen, wie der jetzt gerade aussieht. Ja, aber hier mein neues Schätzchen, wofür ich auch wirklich jetzt die Amateurfunklizenz machen will und so weiter. Ja, meine Mikrofone und naja, sieht alles nicht mehr so aus wie vorher. Und dann habe ich hier mal eben meinen Funkantennenumschalter als Projekt reingemacht. Da sind ja bis jetzt 5 Videos. Ja, irgendwann wollte ich nochmal ein sechstes rausbringen, wenn ich mal so die Antennen durchschalte und dann die Werte höre von den anderen Stationen. Aber bis jetzt bin ich da noch nicht zugekommen. Aber kann man immer nochmal irgendwann machen. Ja, das ist auf jeden Fall QRZ.com. Finde ich eigentlich recht gut. Hier kann man dann quasi Amateurfunkausrüstung zu verkaufen. Ja, und dann kann man hier irgendwelchen anklicken. Mal gucken, was kann man denn mal gucken? Ja, hier gibt einer ein Icom IC 7100 ab zu verkaufen. Okay. Was soll der denn kosten? Wahrscheinlich ist das VB, oder? Ja, aber hier seid ihr natürlich auch noch in der Lage, ein Gerät kaufen zu können. Weil ich kannte ja bis jetzt immer nur eBay Kleinanzeigen oder eBay selber zum Ersteigern oder Sofortkauf. Aber auch hierüber könnt ihr im Prinzip Sachen kaufen. Ja, oder hier ein Mikrofon zum Beispiel. Ja, kleines Standmikrofon. Ja, dann braucht er eigentlich nur den Verkäufer zu kontaktieren, mit denen den Preis aushandeln und dann wird euch scheinbar das 65 Euro so halt kosten. Uni Dollar. Okay. Ja, was haben wir noch? Ein Empfänger. Jo, das ist auch mal ein schönes Teil, würde ich sagen. Das ist noch richtig alt. Schön. Naja, sowas kann man alles machen. Oder man geht mal ins Forum. Ach so, kann ich jetzt gar nicht irgendwie einen Beitrag raussuchen? Ah, doch, da. So. Ja, hier sind wir im Forum quasi. Und da kann man dann mit anderen Leuten irgendwelche Sachen, wenn man Hilfe braucht oder so, die Fehlerbeschreibung reinschreiben und alles Mögliche. Und dann wird hier auch geholfen in der Hinsicht. Also schon eine prima Sache. Ja, einfach qrz.com oder .com und dann seid ihr schon quasi hier. Ja, ein Logbuch gibt es auch noch. Ach so, ja, bei mir. Ich hatte jetzt meine Seite soweit gezeigt. Da war jetzt die Biografie hier. Aber da gibt es ja noch Details. Da habe ich dann auch ja, Daten stehen. Und ein Logbuch gibt es ja noch nicht. Das kann ich aber. Ja, bis jetzt brauchte ich das noch nicht, weil da kann man dann quasi reinschreiben, wie man so empfangen hat und so weiter. Ja, qrz.com. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, ich meine, werden wahrscheinlich viele kennen, die Amateurfunker werden das sowieso alle kennen, ganz klar. Aber ja, vielleicht interessiert das ja auch irgendeinen CB-Funker. Und wie gesagt, wenn du dann die Hörerlizenz gemacht hast, dann kannst du die im Prinzip auch da dich registrieren. Ne? Ich würde es aber wirklich empfehlen, erst dann zu machen, wenn ihr die Hörerlizenz bestanden habt und ein Rufzeichen habt. Weil Rufzeichen ist auf jeden Fall, wird gebraucht, weil ich hatte mich mit Ascona angemeldet, hatte angefangen zu schreiben und irgendwann wollte ich abspeichern, weil ich aufhören wollte erstmal und dann wurde mir schon angezeigt, dass ich kein HAM-Mitglied bin und ja, gut. Die Registrierung hatte zwar geklappt,
Aber ich hatte ja kein Rufzeichen und nichts und somit war ich auch im Prinzip für andere nicht sichtbar. Also von daher macht halt erst Sinn, ein Empfangskennzeichen zu machen, also die DE-Lizenz und dann, ja, könnt ihr euch dann quasi da registrieren und da auch eure Seite aufbauen und. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, ich komme nochmal von der Seitenkamera und dann ja, ist das Video auch schon gleich vorbei. Ja, das war's gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, also wie gesagt, ist jetzt nicht nur für Funkamateure, sondern auch für SWLer. Und ja, auf jeden Fall finde ich die Seite hilfreich. Allein schon durch die Foren. Man kann, wenn man Probleme hat mit irgendwas, auch da mal gucken und dass man Hilfe kriegt. Und gerade die Funkamateure, die haben es ja eigentlich drauf, ne? Ja, man kann, wenn man Sachen sucht, auch danach gucken, weil eben viele ihre Sachen da auch anbieten zum Verkauf. Muss jetzt nicht immer billig sein, aber ja, wie gesagt, man muss da halt gucken. Ja, und ansonsten, ja, finde ich die Seite gut und ich habe mir gedacht, vielleicht ist da der eine oder andere da nicht bei, der die nicht kennt. Ja, und durch mein Video jetzt vielleicht, aha. Und da gehe ich doch jetzt mal drauf und guck mal, ne? Ja, das war so mit der Hintergrund. Ansonsten, wie gesagt, ist die Seite auf jeden Fall für jeden Höramateur interessant, weil er sich da auch eine Seite erstellen kann, wie ich die jetzt erstellt habe. Ja, gut. So, ich würde sagen, erstmal danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Solltest du mich nicht abonniert haben, kannst du das jetzt gerne tun. Einfach auf den Abo-Button klicken, dann drückst du am besten die Glocke auf All. Somit bekommst du, egal was hier auf dem Kanal passiert, immer Nachricht und bist auf dem Laufenden. Ja, ansonsten bleib gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halbwahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht. Aber in keinem Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen.